So, die Viertelfinalrunde ist um. Wir werden jetzt mal den berüchtigten Sportkommentator Sebastian mal durchs Halbfinale mal, durchs Viertelfinale mal Revue passieren lassen. Also hier liegen schon all die Zigarren und die Ergebnisse und hier der Ausblick dann. Tja, Sebastian, dann wollen wir mal hören, was der Fußballkommentator zu sagen hat. Ja, eine kleine Zusammenfassung der Viertelfinalspiele der unserer Zigarren-WM. Es hat ja zunächst Kuba gegen Brasilien gespielt. Da gab es eigentlich schon die erste Riesenüberraschung. Kuba ist sang- und klanglos ausgeschieden gegen Brasilien und hat hier richtig schon eins drauf bekommen. Die Medio Siglo hat verloren gegen die kleine Rothschild von Dona Flor. 3:0, also es war ein sehr eindeutiges Ergebnis, wirklich auch sehr überraschend für uns. Die Kuiper hat da wirklich enttäuscht. Ja, das war das erste Spiel, damit Brasilien schon im Halbfinale. Im zweiten Viertelfinale wurde dann sozusagen der Gegner ausgemacht, des ersten Duells, Costa Rica oder Spanien. Ganz klarer Sieg. Costa Rica hat hier wirklich eine total überraschende Leistung abgeliefert und die Spanier, ja, die ja bei Zigarren nicht so viel zu bieten haben, ganz eindeutig mit 5:2 geschlagen. Aber sogar zwei Tore geschossen, Spanien. Also das muss man ja nochmal dazu sagen. Gar nicht mal so Ein schlecht. bisschen konnte sie dagegen halten. Dann wollen wir doch gleich mal auf das Halbfinale hier schauen. Damit steht für heute fest, Brasilien gegen Costa Rica im ersten Halbfinale. Da wird dann auch eine Dona Flor, die Doble Corona, gegen eine zweifarbige Zigarre von Vegas de Santiago antreten. So viel mal zu diesem Ausblick. Dann ging es weiter im Viertelfinale. Ja, einer der Favoriten, die Dominikanische Republik, hat sich sehr knapp gegen Kolumbien durchgesetzt. War ein sehr enges Spiel, erst nach Verlängerung. Einfach durch die bisschen bessere Machart, ja, ein bisschen länger gebrannt, hat sich hier die Arturo Fuente Rosado Sungrown 52 gegen die José Correa Zigarre aus Kolumbien durchgesetzt. Das letzte Spiel, ja, das war wieder ein eindeutiger Sieg, aber auch für einen der Titelfavoriten, Nicaragua. Nicaragua hat sich hier 4:0 gegen Deutschland durchgesetzt mit der Zigarre aus Bad Lobenstein in Thüringen. Die hatte wirklich keine Chance. Und da sind wir beim zweiten Halbfinalspiel. Da tritt dann oder da treffen zwei Titelfavoriten aufeinander, die Dominikanische Republik als überhaupt größter Zigarrenhersteller gegen Nicaragua, das aufstrebende Zigarrenland in Mittelamerika schlechthin. La Flor Dominicana La Nox, eine absolute Spitzenzigarre aus der Domrep, tritt an gegen die Zigarre des Jahres, die Oliva Serie V Melanio Figurado. Also ein absolutes Spitzenduell, auf was wir uns freuen. Aber jetzt geht's weiter mit dem ersten Halbfinale.